Hallo Leute, guten Morgen, wenn ihr dieses Video seht. Es ist bei mir mittlerweile 0 Uhr, also 2 Uhr 43 in der Früh. Ja. Was tut man nicht alles, wenn man in Urlaub ist und eben YouTube-Video machen. Back to the Future, spielen wir eine Runde weiter. Ich muss mich nur orientieren. Was wir machen müssen. Das ist schon länger her, dass ich das Video gemacht habe, weil ich habe ja zwischendurch Tomb Raider und Murder of Souls gemacht. Wenn ihr dieses Video seht, sind mittlerweile 3 Wochen vergangen. Weil ich habe ja auf geplant gestellt meine Videos. Aber jetzt zurück zu unserem Back to the Future L3. Da war noch immer auf der Suche nach einem Weg zur Audienz Bürgerbraun zu halten. Ja, das wissen wir jetzt eh. Gut. Brich ein paar Regeln, gewinne Jennifer zurück und mache eine Szene. Mhm. Gut, das heißt, ich muss mich da jetzt wirklich orientieren. Zuerst. Was haben wir da jetzt eigentlich? Strafpunkte, Strafpunkte, Schmuggelware, ja. Das heißt, du kannst Jennifer nicht einfach ein Ständchen bringen. Sie hat schon einen Freund, der Gitarre spielt. Ma. Jennifer muss sehen, wie du gegen Leech abschneidest. Ärgere sie und sie wird euch auf die Probe stellen. Mhm. Jennifer ist die, die du beeindrucken willst. Also sag ihr, dass sie ihren Freund für ein Duell holen soll. Na, no, das könnte heute recht lustig werden. Das ist ja eigentlich auf das Spiel aufgebaut. Es gibt ja da 3 wunderbare Filme mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd aus den 80er Jahren. Michael J. Fox hat ja mittlerweile das Schauspielersein ja verlassen, weil er ja mittlerweile krank geworden ist. Ich habe wegen Fummels in der Öffentlichkeit Ärger bekommen. Ich kenne da ein Mädchen, mit dem ihr Ärger dieser Art nichts ausmachen würde. Der ja mittlerweile Parkinson krank ist. Und Christopher Lloyd, der mittlerweile ein hohes Alter von fast 80 Jahren erreicht hat. Also damals war er noch 60, am Ende seines 60. Lebensjahr. Und das Ganze basiert eben auf der Vorlage des Films Zurück in die Zukunft. Ja. Sollte 1:1 sein. Ich muss mir ehrlich gesagt nochmal die 3 Teile anschauen, weil irgendwie hat mir das Spiel da schon ein bisschen irritiert, aber schauen wir mal. Also wie gesagt, ich will jetzt da nicht so sehr, sehr viel schwabbeln über das Ganze, weil viele wollen ja immer gleich wissen, wie es weitergeht. Also da haben wir die Jennifer. Ja? Du und das Sollmo-Typ. Servier Leech einfach ab. Du und das Sollmo-Typ. Du und Leech, Jennifer? Hey, sag nichts gegen Leech. Er hat viel mehr zu bieten als Suppe, okay? Was denn zum Beispiel? Das kann ich dir sagen. Zum einen schwingt er die Axt wie kein anderer. Gitarre, ich spiele Gitarre. Also hast du dir einen neuen Gitarristen angelacht. Was soll ich sagen? Ich stehe eben auf heiße Licks. Ja, ich erinnere mich. Komm schon, Jennifer. Keiner in der Stadt spielt so Gitarre wie ich. Ich spreche von einer elektrischen Gitarre, Martin. Kumbaya im Schullandheim zählt nicht. Ich kann Leech jederzeit an die Wand spielen.
Na hör mal, diese Flasche spiele ich doch mit links an die Wand. Du willst also unbedingt auf das Siegertreppchen? Was war der Preis nochmal? Darüber können wir reden, wenn du mir bewiesen hast, dass du flinkere Finger hast als Leech. Bereit zum Showdown? Ich bin bereiter als bereit. Hast du eine Gitarre dabei? Die sollte man immer dabei haben. Warte. Jetzt wird's lustig. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Moment, wir haben Gesellschaft. McFly? Was macht denn die Memme hier? Er sagt, er spielt besser Gitarre als du. Und ich sage, dass niemand in Hill Valley besser ist als du. Willst du's beweisen? Der Ring of Rock? Sei nicht zu hart mit ihm. Erteile ihm nur eine Lektion. Könnte lustig werden jetzt. In Jennifers Richtung bewegen, nach links bewegen, Luftschnörkel, gib auf. In Jennifers Richtung. Auf der Plattform klettern. Schnörkel. Naja. Nach rechts bewegen. Du Arsch, hast mein Kabel durchgeschnitten. Das hätte jemand schon vor langer Zeit tun sollen, McFly. Der Sieger und unbestrittene Champion von Hill Valley. Hol dir deinen Preis, Champ. Zurück an die Arbeit. Wir sehen uns, Flasche. Ich glaube einfach nicht, dass du das durchgehen lässt. Er hat gegen die Regeln verstoßen. Im Rock'n'Roll gibt es keine Regeln, Martin. Deshalb sollte jemand wie du nicht antreten. Naja, wir hätten das so verloren, glaube ich. Das ist ja das. Brüche ein paar Regeln, gewinne Zähne, Zöger, mache eine Zähne. Ich glaube, wir hätten das so verloren. Schon kein Risiko und auch keine schmutzigen Tricks. Vielleicht übernimmt er sich da, was sieht dich vor, er betrügt. Vielleicht wäre es nicht so gut, wenn sein Verstärker umfallen würde. Wenn du Leech dazu bringen kannst, seinen eigenen umzustoßen, kannst du ihn vielleicht auch auf seiner zum Stolpern bringen. Naja. Wo ist eigentlich der Verstärker? Das müssen wir jetzt eigentlich machen. Achso, ja, das war die falsche Taste. Ja, Runde 2. Ja? Gib uns noch eine Chance. Bitte, Jennifer, gib mir eine Chance. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Der Autostunt war echt klasse. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Leech ist der bessere Gitarrist. Na und, ist er deshalb ein besserer Liebhaber? Nun ja. Je besser der Gitarrist, desto besser die Küsse. Tatsache. Kannst du nachschlagen. Ich will eine Revanche. Du hast Nerven, McFly. Willst du dich wirklich nochmal so erniedrigen lassen? Er ist nichts als ein Blender. Ich beherrsche die Technik. Ach, wirklich? Willst du eine Kostprobe? Vielleicht, wenn du Leech schlägst. Auf die Runde 2. Ich hab dich schon mal platt gemacht, McFly. Solltest du nicht im Dreck stecken? Ja, aber dann hat mich deine Mutter rausgeschmissen. Lass meine Mutter da raus! Pass auf, dass du keine Narben hinterlässt, Baby. Okay. Luftsprung. Es ist uns einmal gelungen. In Jennifers Richtung bewegen. Aha.
Richtung Verstärker bewegen. Schnörkel. Auf die Plattform brettern. Und jetzt wird's lustig. Richtung Verstärker. Richtung bewegen. Ah, diese zweite Runde dauert schon deutlich länger. Schnörkel. Nach rechts bewegen und jetzt schnörkeln dort. Hey, willst du einen Streit? Den hatten wir eben schon und ich hab wieder gewonnen. Ah, scheiße. Nach rechts bewegen. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Die Liebe ist ein Schlachtfeld. Wenn du Lichter zerbringen kannst, Szenen, du kannst ihn vielleicht auch auf, zum Stolpern bringen. Naja, dann Runde 3. Ja? Leech mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Nette Axt. Hast du die von deiner Mutti? Aber jetzt. Nochmal? Wenn es um Bestrafung geht, bin ich ein Nimmersatt. Dann wird das ein Festmahl. Nur die Sieger kriegen Küsschen. So, das war jetzt einmal nach links bewegen. In schöne Verrichtung bewegen einmal. Okay. Richtung Verstärker bewegen. Richtung Verstärker bewegen. Dann war es ein Luftsprung. Okay. Ist einleuchtend. Okay. Dann was, glaube ich, in Jennifers Richtung bewegen. Auch einleuchtend. Auf die Plattform klettern.
Auf die Platte von Gretel. Aha. Jetzt muss ich mal noch runterkommen. Rechts herunter geht dann. Jetzt ist natürlich die Frage, Hüpfer. Hüpfer. Hä? Oh yes. Martin McFly, das war total abgefahren. Was soll ich sagen? Manche haben es, oh yes, manche eben nicht. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ich habe eine bessere Idee. Okay. Wie hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Oh. Auch nicht schlecht, nimmt der Ed, ne? Oh! Rowdies! Verbrechen! Officer Parker! Ich habe diese zwei Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftnummer Daddy 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge! Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Was ist denn daran so schlimm? Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer, geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene Tochter. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. Ja, das wollen wir ja. Das wollen wir ja. Das wollen wir ja. Das wollen wir ja die ganze Zeit. Hey, Jennifer, bist du immer noch wütend auf mich? Wütend? Ach, zu sehen, wie mein Vater knallrot anläuft, war die Gefahr, in das Bürger-Plus-Programm gesteckt zu werden, allemal wert. Klasse, denn ich muss unbedingt zu... Meine Güte, Martin, was ist in dich gefahren? Alkohol, Hunde, Knutschen in der Öffentlichkeit? Als ob du ein völlig anderer Mensch wärst. Ein viel coolerer. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen, aber ich bin der, der ich immer war. Alle anderen sind anders. Und hör auf, mich Martin zu nennen. Ich heiße Marty. Nun, Marty, was steht als nächstes auf deiner Liste? Bänke umwerfen? Vielleicht. Was muss man tun, um sich hier eine Menge Ärger einzuhandeln? Ich, glaube, du wirst es gleich wissen. Sieh da, Bürger! Verschwinde von hier, Jen! Kein Problem. Sind Sie Martin Seamus McFly? Ja. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Ja. Haftbefehl? In den letzten 24 Stunden haben Sie über 15.000 Strafpunkte angesammelt. Oh, 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 oh. Sind Sie das, Mr. McFly Junior? Ist es cool, als Krimineller mit schwacher Moral gebrandmarkt zu sein? Ich bin nicht schwach. Sie stecken schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ärger? Meine Güte, ja. Aber keine Sorge. Wir werden uns um Sie kümmern. So wie sich Ihr Bürger-Plus-Programm um Biff kümmerte? Vielleicht. Das Programm braucht dringend neue Freiwillige. Aber wir wollen nicht voreilig sein. Hören wir uns zuerst an, was Bürger Brown zu seiner speziellen Neigung zu antisozialem Verhalten zu sagen hat. Sie bringen mich zu Bürger Brown? Unverzüglich. Officers, bringen Sie ihn fort. Ja, ma'am. Ja, ma'am. Ja, Baby. Es ist an der Zeit. Wir haben's geschafft. Ich hab immer gewusst, dass Ihr Einser-Schüler-Musterknabengehabe nur Scharade ist. Yes, Baby. Wir haben es geschafft. Ja. Gar nicht so einfach, Leute. Wir sind bei ihm. Bist du narrisch? Herein, Bürger!
Martin McFly, Alter 18, wohnhaft im Sektor L. Vater George, Mutter Lorraine, Präsident der Junior Brown Brigade. Empfänger eines Vollstipendiums für das Strickland College. Gewinner des vom Rathaus vergebenen Betragenspreises. 0 Strafpunkte bis heute Morgen. Er stellt sich ganz klar die Frage, Mr. McFly. Was ist mit dir passiert? Was ist mit Ihnen passiert? Es war die einzige, um Sie zu treffen. Was ist mit Ihnen passiert? Es war die einzige Methode, Sie zu treffen. Was ist mit Ihnen passiert? Meine Güte, Doc, was ist mit Ihnen passiert? Doc? Interessant. Du hältst mich für einen Doktor. Dir ist anscheinend bewusst, dass du an einer Art psychischen Störung leidest. Das ist ein gutes Zeichen, Martin. Natürlich bin ich kein echter Doktor, aber ich habe die Mittel, um dir zu helfen, wieder in die gesellschaftliche Normalität zurückzukehren. Beginnen wir mit ein paar Fragen, damit ich einen Ausgangspunkt habe. Okay. Meinetwegen. Bringen wir den Unsinn hinter uns, dann sage ich Ihnen, was Sache ist. Du sagst mir, was Sache ist? Ich höre. Hilwelle sollte nicht so sein, sie sollten nicht so sein. Ich sollte nicht in dieser Zeitachse sein. Oh, ich sollte nicht in dieser Zeitachse sein. Naja, es ist natürlich so. Stimmen können alle drei. Aber ursprünglich ist ja die Zeitachse. Das ist jetzt sicher ein ziemlich harter Brocken für Sie, Doc, aber ich bin nicht von hier. Ich komme aus einer anderen Zeitgeraden, in der Hill Valley nicht total verkorkst ist, wo es diese kranken Regeln nicht gibt und wo mein Vater kein Schnüffler und meine Mutter keine Trinkerin ist. Und Sie sind mein bester Freund im ganzen Raum Zeitkontinuum. Ein alter Kauz wie ich? Dein bester Freund? Ja! Doc, Sie müssen mir helfen, dahin zurückzukehren. Ah, ich verstehe. Dann geht es hier eigentlich mehr um mich als um dich. Ja. Du hast das alles auf dich genommen, um mit mir persönlich zu sprechen? Genau. Ein Hilferuf, sozusagen. Ja, nein, Sag mir, Martin, hängt deine Mutter wieder an der Flasche? Eine gute Frage. Nicht da, wo ich herkomme. Lassen Sie Mom aus dem Spiel. Nicht da, wo ich herkomme. Naja, realistisch wäre die Frage natürlich, aber nicht, wo ich herkomme. Nicht da, wo ich herkomme. Als ich abreiste, waren meine Eltern glücklich und zufrieden. Gut, es war nicht immer so, aber dann kommen Sie und Ihre Zeitmaschine ins Spiel. Zeitmaschine? Ja, hören Sie, Doc. Sie erinnern sich nicht. Doch Sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Aus einem DeLorean. Warum? Darum. Warum nicht? Dumme Frage. Einfach nur so, würde ich sagen. Und der Stahlrahmen des DeLorean war aus irgendeinem Grund wichtig. Was weiß ich. Faszinierend. Ja, das ist faszinierend. Es ist faszinierend und großartig und unglaublich, aber das wissen Sie nicht, weil Sie sie nie erfunden haben. Sie sind nicht der echte Doc Brown. Sie müssen mir glauben. Und das liegt daran? Dass alles durcheinander kam, als ich zurück nach 1931 reiste. Klingt, als wäre diese Zeitmaschine eine sehr unpraktische und gefährliche Erfindung. Naja, nein. Ja, ich meine, nein. Was ich meine ist, dass sie zwar viel durcheinander gebracht hat, aber auch vieles besser wurde. Zum Beispiel meine Eltern. Nur dank ihrer Zeitmaschine wurden sie erfolgreich und glücklich. Dann sind sie glücklich. Nein, sind sie nicht. Weil sie mich wieder in die Vergangenheit gerufen haben und ihre Zeitgerade und die aller anderen verändert wurde. Ich verstehe. Nein, das tun sie nicht. Denken Sie nach, Doc. Erinnern Sie sich nicht? Wir kannten uns, als Sie 18 waren. Ich bin Sonny Crockett. Unglaublich. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Der Junge hat eine veränderte Realität erfunden. Das hier ist die veränderte Realität. Sie denken, ich sei verrückt, wenn es nur so einfach wäre. Nein, das hier ist die veränderte Realität. Meine Realität ist die reale Realität. Ganz ruhig, Martin. Ich mache dir keine Vorwürfe.
Der Fehler liegt bei uns, nicht bei dir. Scheinbar gab es einen schweren Fehler bei deiner sozialen Anpassung. Sie verstehen mich. Nein, noch nicht. Aber ich will es verstehen. Ich will die Wurzel deines Problems finden. Sprich weiter. Nimm dir Zeit. Sieh dich im Zimmer um. Vielleicht regt irgendwas hier deine dein Gedächtnis an. Und da werden wir das nächste Mal weiterspielen. Okay. Gut. Ciao.